Das Sprengelmuseum ist wirklich eines der ganz großen Häuser in Deutschland mit insgesamt 8000 Quadratmeter. Und wir haben eine gewisse Ausnahmestellung im Bereich der Fotografie, vielleicht zusammen mit dem Folkwang-Museum und dem Museum Ludwig in Köln. Aber seit 1979 hat das Sprengelmuseum eine eigene Fotoabteilung. Und zwar seit der Zeit, wo die Fotografie überhaupt erst als Kunst wahrgenommen wurde. Und da ist das Sprengelmuseum durchaus auch an diesem Prozess beteiligt, weil wir eben Fotografie im Rahmen von Kunst zeigen und nicht als separates Medium. Also ich denke, für den Vonovia Photo Award ist es schon eine große Auszeichnung und nochmal ein Schritt, in so einem großen Haus ausgestellt zu werden. Wir werden im Sprengelmuseum die Preisträger wirklich zeigen und Preisträgerinnen. Das sind 4 Preise und gleichzeitig auch noch die vom letzten Jahrgang, also insgesamt 8 Künstlerinnen und Künstler. Und gleichzeitig parallel dazu im Kubus, das ist die städtische Galerie, auch mit sehr, sehr schönen Räumen, die Shortlist-Teilnehmerinnen. Das sind dann nochmal etwa 30 Künstlerinnen und Künstler, die dort gezeigt werden. Ja, ich glaube, es ist bei uns auf gut 200 Quadratmeter eine sehr intensive Situation. Zusätzlich interessant, weil das nach außen hin verglast ist, offen, sodass man gerade in der Winterzeit, wenn es früh dunkel wird und innen es hell beleuchtet ist, auch von außen eine große Sogkraft entwickeln kann und richtig reingezogen wird in diese Arbeit. Also der Vonovia Photo Award ist ein ganz besonderer Fotopreis, weil er einmal eine klare thematische Setzung hat mit dem Thema Zuhause. Der andere Aspekt ist, dass die Jury wirklich sehr hochkarätig besetzt ist und zwar wirklich aus Praktikern. Also sind ganz tolle Fotokünstler, Fotografen, Redakteure und auch ein Leiter einer großen Fotoinstitution wie Ingo Taupern, der die Deichtorhallen, also für Fotografie, leitet. Ein Künstler wie Peter Piller, wirklich eine große Nummer. Also das ist ein tolles Spektrum. Also da kommt eine ganz besondere Expertise zusammen, die ja verspricht, dass wirklich eine ganz tolle Qualität am Ende dabei rauskommt.